Hallihallo Leute und hallo wieder zurück bei Let's Play Lords of the Fallen. Ganz, ganz kurz, ich habe das Spiel ist mir wieder abgeschmiert. Ich habe jetzt alles nochmal bis hier gespielt, alle Gegner geplättet. Man sieht's, Erfahrung 7999. Ich habe jetzt alle Gegner in diesem fucking Gebiet einfach geplättet, so wie beim letzten Mal. Und jetzt investiere ich mal ein paar Punkte, bevor mir das Spiel wieder abschmiert. Ich habe nämlich ein bisschen Bange drum. Hier mal und dann noch einmal da und den Rest noch hier. Okay, speichern. Okay. Okay. Wir investieren in 2 in Stärke. Oder? Das kommt gut. Ja, komm, machen wir. Gut, dann Zauberei. Das wäre schon geil, aber schwierig. Ich habe es noch nie probiert. Wir haben Stich auch sehr, sehr wenig benutzt. Ich mache jetzt mal Phasenwechsel. Glauben 21 können wir eh noch nicht machen. Okay, was ist in der Zeit passiert, als ich hier einfach alles nochmal geplättet habe? Ich habe durch Zufall eine Waffe bekommen von einem Assassinengegner hier. Wenn ich die jetzt doch finde. War es Fäulnis? Ich glaube ja. Ja, Fäulnis. Dieses Schwert habe ich da bekommen. Es ist aber jetzt ein Scheiß. Okay. Ansonsten hat sich nichts groß getan. Ich habe einfach nur wieder den scheiß Magier geplättet und ja, den einen Fettsack benutzen. Tränke aufgefüllt. Speichern. Wir sind wieder ready mit 6 Tränken. Leider nur 6, aber naja. Und die Gegner sind alle weg. Aber wie es jetzt weitergeht, muss ich zugeben, ich habe keinen Plan. Weil hier geht es nicht weiter. Ich war jetzt auch wieder überall. Das heißt, ich habe eigentlich auch wieder alle geplättet und habe keinen weiteren Weg entdeckt, jetzt der für mich. Ich meine, es gibt nur noch unten eine Tür, die zu ist. Wir haben aber keinen Schlüssel dergleichen bekommen. Ich schau mal kurz in den Questgegenständen. Die müssten da drin sein. Schädel, Turm, war schon. Katakomben ist auch noch nichts. Tyrannenherz. Okay, gut zu wissen, ist aber auch nichts. 2 uralte Tafeln, das war's auch schon. Ich frage mich jetzt, ob wir wieder zurück müssen. Ich glaub's zwar nicht, weil wir haben das Gebiet ja noch nicht beendet, aber weiter vorne habe ich nichts. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja hinten irgendwie einen neuen Abschnitt, den wir jetzt betreten könnten. Ich schaue jetzt einfach mal kurz vorbei. Ich will das Gebiet nicht verlassen, verdammt. Aber wo geht's dann hin? Wir haben... Ich meine, wir müssen zerstöre das Tor der Herrscher nach Steinwehr. Aber die Frage ist, wie zerstören wir das Tor? Hat vielleicht unser werter Herr Schmied eine Antwort darauf? Ah, ein Wiedersehen. Ja. Herstellen verlassen, naja. Können wir denn was herstellen? Wir haben keine großen Runen, wir haben aber noch ein paar kleine. Niedrige Giftrune. Niedrige Glücksrune. Niedrige. Ja, okay, das bringt alles nichts. Ich könnte jetzt all diese Runen, aber. Ja. Haben wir wenigstens irgendwas gemacht? Auf den Seiten war auch nichts mehr, soweit ich mich erinnere. Haben wir denn nirgends irgendeinen Durchgang bekommen? Oh, es stimmt, ich habe das Steam noch... Naja, ich habe halt das alles gespielt und Steam einfach nicht geschlossen, weil es war nicht in der Aufnahme. Ich lasse es jetzt einfach so, die 15 Minuten hier lasse ich jetzt mal Steam aktiv. Ich hoffe,
Ich hoffe mal, nicht allzu viele Leute starten irgendwelche Spiele in der Zwischenzeit. Aber gut. Ich meine, wenn irgendwas hier noch sein muss, dann hier drin. Hier war diese leere Flasche. Das war's auch schon. Hier war der Durchgang für das hier. Haben wir denn hier irgendwas Neues? Ich glaube nicht, oder? Hier drin war auch, aber das war's auch schon. Vielleicht unten? Wir haben ja alles schon geplättet, das heißt, es wird uns nichts erwarten hier. Ist denn jetzt das hier offen? Die Tür ist verschlossen, aha. Also auch hier geht's nicht weiter. Ach, jetzt sind wir wieder auf der Brücke. Ist alles ein bisschen miteinander verbunden. Vor allem ist die Frage, wo ist denn die Braut, wo wir die Steintafeln abgeben müssen? Die müssen ja auch noch irgendwo hier sein, aber ja, dann halt nicht. Behalten wir's. Aber ja, ich meine, wir können hier noch nicht rein. Das heißt, irgendwas Starkes müssen wir hier noch plätten, damit wir hier in dieses Portal kommen. Die zwei hier haben das geistige, zeitliche gesegnet. Geistlich, ja, ja. Bin auch ein bisschen geistlich heute. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Können wir denn hier vielleicht mit denen irgendwas machen? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber es sieht nicht so aus. In die Mitte des Platzes stehen. Bringt auch nichts. Und dadurch kommen wir auch nicht. Oder können wir das vielleicht... Nee, das können wir doch nicht einfach mit einem Magiehandschuh. Druckwelle. Okay. Hätte ja sein können. Das Panorama. Aber... Ich meine, da oben ist ein Tor, da kommen wir aber nicht hin. Denn die Brücke ist im Arsch. Gibt es denn hier... Es muss hier fast einen Hebel geben oder so etwas, weil... Wenn es weitergehen soll, dann durch ein Tor von hier. Aber das hier ist zu. Das will sich auch nicht öffnen. Wir haben hier auch keine auffallenden Hebel. Hier oben kommen wir nicht rüber, oder? Haben wir schon mal probiert, aber da tut sich auch nichts. Da oben wäre nämlich auch ein Tor. Aber... Nee, ich glaube, da kommen wir nicht. Gibt es noch andere Wege? Ich glaube nicht. Das hier ist kein Tor. Die Statue hier. Wir können hier auch nicht das Herz einsetzen oder so. Wäre ja eine Idee, aber... Ach! Ich bin doch ein... Ja, ich sag dazu mal gar nichts. Verlassene Gegend. Wir sind ja voll ausgerüstet. Wir sollten damit fertig werden hier. Oh Gott, da ist wieder so einer. Kurz nachschauen, haben wir denn... Ich glaube, er hat uns eh schon gesehen. Genau das habe ich erwartet. Ja, komm. Nein, Spiel, leg mich auf. Nur weil du so bescheuert bist und laggen musst. Nein, 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 er macht diesen Flammen. Scheiß Regeneration. Hier, ja, Mimikry. Au. Na komm, weiter. Ja. Jawoll. Mimikry hat's gebracht. Wir sind ein bisschen angekokelt.
Aber das ist uns scheißegal. Ah, was haben wir denn hier? Was? Einen schönen Stein? Bevor wir den aber benutzen. Oh. Da geht's ins Loch runter. Ich geh jetzt doch mal dahin. Neun Tränke haben wir wieder. Ich will da nicht runterfallen. Ja, das sieht doch sehr einladend aus. Vielleicht später. Was haben wir denn hier vorne? Hier waren wir ja noch gar nicht. Der Bogenschütze da hat uns noch nicht entdeckt. Da ist noch so ein Vieh. Da hinten wird es auch hochgehen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wisst ihr was? Ich mache jetzt dieses Jump'n'Run da hinten. Denn wenn ich drauf gehe, dann haben wir alles schon wieder ver... Warte, ich mache jetzt hier noch, bevor ich da einfach reinspringe. 400 Erfahrung haben wir. Das reicht für nichts, aber ich investiere einfach mal. Nur damit wir auch wirklich nichts verlieren. Denn jetzt kann ich da mal rüber hopsen. Aber hier mal kurz überprüfen. Hier haben wir nichts. Ich muss da rüberspringen. Ach, da hinten wird es auch weitergehen. Eine Spinne. So eine, ach, eine große Spinne. Ich gehe jetzt mal vorsichtig da entlang. Feuerwiderstandsplitter. Nein, fall doch runter. Au. Idiot. Jetzt muss der, ja, erst jetzt. Hätte schon früher sein sollen. Okay, wir haben es geschafft. Eine uralte Tafel. Wir haben jetzt noch eine bekommen. Wie viele davon sollen denn noch auf uns zu? Ich will es gar nicht genau wissen. Ach, eine kleine Spinne auch noch. Haben wir die weg? Ach du Scheiße, kommen wir denn hier entlang? Ich gehe da später hin. Erstmal gehe ich auf diese Seite rüber. Ich glaube, da hinten ist vielleicht noch ein Geheimnis. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runter. Nein! Mist. Verdammt. Jetzt sind natürlich die ganzen Gegner wieder da. Naja, wir haben ja zum Glück. Wir müssen ja nicht. Also da ist ja. Ist ja nicht so wild. Oh, okay. Das war jetzt blöd. Na gut. Auf ein neues. Und drüber. Vorsichtig. Spinne, komm noch mal zurück. Hier ist ein Abgrund für dich. Der. Hier steht schon dein Name auf dem Abgrund. Okay. Das war's mit dem Spinnenvieh. Rüber, vorsichtig. Das haben wir geschafft. Die Spinne dort hinten interessiert uns aktuell gar nicht. Okay, jetzt ein bisschen früher abspringen. Okay, das haben wir geschafft. Und hopp. Eine Truhe. Eine geheimnisvolle Truhe. Nach dem Geräusch. Greif. Zauberpunkt und ein Zauberpunktsplitter. Geil. Irgendwas ist hier aber noch. Nach dem Geräusch hier. Hinter der Truhe oder so? Nee. Nur so mal kurz zu überprüfen, darunter geht's nicht. Vielleicht ist es doch weiter oben. Aber Greifbein, ich schau mir da mal die Beinschiene kurz an. Greif, schwere Rüstung, 3. Es ist alles besser als unsere Symmetrie. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay,
Und hab's. Und hab's. Und noch den letzten Sprung. Läuft. Komm her, kleine Spinne. Wegen den 21 XP, die wir hier von der Spinne kriegen, naja. Eine Truhe. Noch mehr Greifausrüstung wäre geil. Hochmut, ein neuer Kampfstab. Wahrscheinlich brauchen wir da extrem viel Geschicklichkeit für. Ich schaue ihn mir trotzdem mal an. Hochmut. Da ist er. Ja, er sieht gut aus, aber... Geschicklichkeit 16. Mist. Ich meine, was haben wir gerade? Geschicklichkeit 11. Ja, ja, da. Wenn wir noch ein paar Mal die ganzen Levels clearen, dann vielleicht... Oh. Oh. Lass dich nicht von mir stören, ne? Ja, sieht die eklig aus. Alter, ist die hässlich. Warte. Ich habe ja noch dieses Mimikry aktiv. Und... Ja. Alter, wo ist die hin? Ja, klar. Die hat sich mal auf die andere Seite teleportiert. Was machst du denn jetzt? Ach, die pflanzt sich da ihre Kokons in die... Die Alte. Nein, 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 nein! Nein! Wir wurden vergiftet von der. Verdammt. Ich habe nicht auf das Leben geachtet und auf einmal waren wir so wenig. Ah, Mist. Das ärgert einen doch. Naja, 400, das ist jetzt nicht, also da... Ist jetzt nicht die Welt. Das haben wir schnell wieder. Oh Mist. Warte. Komm mal rüber. Jetzt spring doch. Was passiert? Was ist da passiert? Es hat sich einfach eine kleine Spinne gespawnt. Okay. Spring die auch einfach runter? Nicht runterfallen! Ah! Wir sterben heute doch ein bisschen öfters. Meistens durch Fallen. Also runterfallen, nicht irgendwelche professionell gelegten Fallen, sondern einfach nur, weil unser Charakter liebt einfach den Abgrund. So, jetzt Spinne, komm nochmal her. Ich habe wieder was Schönes. Jetzt mach nicht nochmal so die scheiß Eier da. Wir sind eigentlich wegen so einer kleinen fucking Spinne gestorben. So. Ich find's geil, wie die da hochfliegen, wenn die draufgehen. Spring rüber. Und runter mit dir. Die gehen von alleine runter. Ich musste gar nicht zuschlagen. Und wir haben unsere Erfahrung wieder zurück. Was auch immer das bisschen uns noch gebracht hat. Okay, so viel dazu. Wir haben den. War nicht hier eine fette Spinne? Ach. Hallo, die fällt einfach von der Decke. Ja toll. Fällt die wenigstens runter da oder was? Sieht so aus, als wird die gleich den Tod. Genau. Klappt doch. Ist doch gar nicht so schwer. Wir haben wieder einen Zauber bereit. Leider zu wenig Magie, um den Zauber auch gleich zu benutzen. Da hochkommen wir aber schon, oder? Ich meine, irgendwas muss hier ja noch sein. Ach so. Ein gigantisches Tor. Können wir das benutzen? Wahrscheinlich nicht. Aber irgendwas verbirgt sich dahinter. Okay.
Das war's dann also schon? Gar nichts Besonderes mehr? Ich meine, hier rüberspringen könnten wir jetzt noch, aber... Wozu wir das tun sollten? Ich meine, da ist sowas wie eine Steinplattform, aber das ist keine Plattform, weil dahinter sind noch mehr von den Steinvierecken. Ich glaube jetzt mal nicht, dass es eine Plattform. Also irgendwas höre ich da noch. Aber okay, ich glaube mal, hier sind wir einfach vielleicht später mal. Aktuell haben wir unseren Zoll erfüllt hier. Wir können wieder nicht hier zurück. Das ist mir zu blöd. Ja, hier ist schon besser. Kann man weniger runterfallen und sich seltsamer, einfach seltsam draufgehen. Kann man hier auch weniger. Okay, kurz und rüber. Haben wir. Wir könnten nochmal kurz speichern. Das mache ich auch. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von Let's Play Lords of the Fallen. Bis zum nächsten Mal.